Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum dritten The Walking Dead Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Walking Dead. Ihr habt euch ja alle in den Kommentaren gewünscht, dass es jeden zweiten Tag mit dieser Let's Play-Reihe weitergehen soll. Die Kommentare waren einfach zugespammt dazu, da musste ich keine Abstimmung machen, weil das haben wirklich so viele reingeschrieben. Und ich finde das Spiel auch mega geil, weil man kann sich da einfach sowas von mitten rein versetzen. Das ist so geil mit diesen Entscheidungen treffen und sowas. Und ja, Leute, ihr wisst ja, ich war gestern in Paris gewesen beim EM-Finale, Alter. Ich möchte gar nicht in diesem Video viel darüber erzählen, sondern ich wollte dazu extra so ein Extra-Video machen, am besten bei COD, wo ich dann gechillt im Hintergrund ein Gameplay laufen lasse und dann euch von dem Tag erzähle. Ich kann sagen, es ist einfach unvergesslich. Ich habe mir auch ein schönes T-Shirt dort geholt, könnt ihr gerade hier sehen. Ist jetzt verkehrt herum in der Kamera bestimmt, aber habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Hier ist die Karte und ich kann das immer noch nicht alles so richtig realisieren, Alter. Das ist einfach zu krank gewesen, Alter. Ich will auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich mache das alles bei dem COD-Video auf jeden Fall. Zocken wir jetzt hier The Walking Dead weiter. Das wird das einzige Video sein, was heute kommt von mir. Auch viel FIFA kommt heute auch nichts von mir, weil ich pack das einfach nicht. Ich bin vorhin erst aufgestanden und ich kann jetzt nur ganz gechillt hier ein Walking Dead Let's Play für euch aufnehmen. Ich wollte erstmal gar kein Video heute machen, mich ausruhen, aber ich habe mir gedacht, komm, die Jungs wollen Walking Dead sein. Deshalb setzt du dich da dran und nimmst das jetzt auf. Ich habe auch mega Bock auf das Spiel. Deshalb setzen wir jetzt mal direkt die Kopfhörer auf. Nimm das letzte Mal da aufgehört, wo der Zombie gekommen ist und den Sohn von dem Vater getötet hat. Der Sohn von dem Vater, ist ja so logisch, dass das sein Sohn ist, aber wir waren ja auf dieser Farm gewesen und der Vater hat uns ja aufgenommen zusammen mit seinem Sohn, dieser, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber der hat uns auf jeden Fall geholfen am Anfang und dann auf einmal ist der Sohn gestorben. Mann, wir mussten uns ja entscheiden, ob wir den Sohn vom Sohn retten oder den Vater, Alter. Das war so schlimm, Alter. Leute. Aber ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, ihr hättet genauso gehandelt. Deshalb freut mich das. Und jetzt sind wir mit diesem einen Typen, mit dem wir das Auto repariert haben, raus aus der Stadt gefahren. Und da wird jetzt eine kleine Sequenz kommen. Und jetzt wird es genau in diesem Moment weitergehen. Ich habe richtig Bock, Leute. Los geht's. Hier. Bam. Hier haben wir aufgehört. Well, this is as far as we're going. Then it's far enough. Was haben wir denn jetzt hier gelandet, ey? Allerdings immer mehrere Leute, das gefällt mir schon mal. Wenn man zu zweit ist oder so, ist das wieder ganz anders. Alter, überall, alle Läden sind leer. Keine Menschen mehr dort. Guck mal, den haben wir gerettet, den kleinen Jungen. Hey there! You friendly? Trucks run out of gas. Ach. Scheiße. Ach du Scheiße. Leute, weg. Jungs, ihr müsst abhauen, ihr müsst. Oh mein Gott, Alter. Oha, Alter, war das knapp, Leute. Oha, wer schafft denn? Boah, die hat dem Jungen geholfen. Ich wollte schon sagen, letzte Folge retten wir den Jungen und jetzt stirbt er diese Folge. Das wäre zu krank gewesen. Wow. Eieieiei, Leute, was geht hier wieder ab, man? Hört mir auf. We can't take risks like this. And we can't just let people die, either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. It could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Wir sind okay. Then we let them. Wir sind okay. We're not dangerous. Just regular folks. What's dangerous is a bunch of people running outside and drawing their attention to us. Lee's right. We're just regular folks, but we actually like helping people. You'll have to excuse her. The hell he or anyone will. This is about survival. Do you guys not see what's happening? What is it? I have to pee. In einer Minute. Again in a second. I bet you in einer Minute. You're a dumb, careless kid. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. Oha. God damn it, Lily. You have to control. Sie ist der Arschloch. Sie hat nicht unrecht. Holly and Clem just ran. Sie ist die Anführerin. Bisschen loben. Schild mal. We're real. Sie ist die Anführerin. She's the leader here. But it looks like she's losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be the... Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Er wurde nicht gebissen. Er wurde nicht gebissen. Auf keinen Fall wurde er gebissen. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. Nein. We have to end this now. Bist du behindert? Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it?
We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Dad, entweder it's just a boy. Er oder Duck, mach ihn fertig. Einige dich. Wir einigen uns mit ihm. Versuchen uns mit ihm zu einigen, okay? Down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone, chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten! Lee, stop this! It's upsetting him! Oh, I'm upsetting him! Das ist sein Sohn, setz dich, wenn es dein Mädchen wäre, okay? It's a big deal. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Wir machen, was du sagst. Setz dich damit auseinander. Er ist nur ein Junge. Wieder, er ist nur ein Junge. Was damit gemeint? Setz dich damit auseinander. Ich weiß nicht. Ich mach. Er ist nur ein Junge. It's a little boy. I think we can handle him. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Nein, nein, ihn stoppen. Gib ihm eins, Kenny. Gib ihm eins, Kenny. Tut mir leid. Du hast recht. No. You don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here, too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though, because it's me before anyone else in here! Jesus! Clementine! Schnell! Ach, du Scheiße. Ey, was soll ich machen? Da! Warum fällt der wieder hin, der Idiot? Scheiße! Hallo, Leute! Ah, schnell, drück! Drück schneller! Ich stell, soll ich denn noch drücken, Mann? Ich drück schon so schnell ich kann! Alter, wer schießt denn einfach hier? Der hätte auch mich treffen können, wer war das? Aber die Tochter war das. You okay? Just great, thanks. Junge, habe ich mich erschrocken, ey. Guys? Oh nein. Wir müssen hier weg. Der Pisser mit seiner Nase. Wir müssen weg hier, Alter. I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and Richie Triggerfinger. That was stupid. Ey, dieser, that was. Ich leg den gleich um. Verreck. Was ist mit ihm? Ich sage ihm, er soll sich beruhigen. Was war er derjenige, der gebissen wurde? Was ist mit ihm? Was he the one bitten? No, don't be crazy. It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Wir schaffen das irgendwie. Nach was suchen. Wir schaffen das irgendwie. Komm. We'll get in there somehow. Thank you so much. Das ist ihr Vater, Mann. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Das wäre toll. Kennst du die Stadt gut? Du bist irre. Kennst du die Stadt gut, würde ich fragen. Ist besser. You know your way around? Local? Born and raised.
If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. So, Leute, auf jeden Fall erstmal hier ein paar Sachen erklären. Also der Typ, der ältere Herr, der gerade einen Herzinfarkt oder irgendwas mit seinem Herzen hat, der hat, finde ich, ein bisschen zu übertrieben. Natürlich kann ich mich in seine Rolle versetzen. Er will auch auf seine Kinder aufpassen und nicht, dass hier irgendeiner zum Zombie wird und sowas. Aber wir haben ihm gesagt, der Junge wurde nicht gebissen. Er hätte es auch gerne nachgucken sollen oder sonst irgendwas. Aber der hat ein bisschen zu übertrieben, Alter. Deshalb hat er mich übertrieben abgefuckt. Aber jetzt, wo ich gerade sehe, der liegt da, seine Tochter kümmert sich um ihn, da will ich ihm auf jeden Fall auch helfen, Alter. Natürlich drehen alle Menschen durch, wenn sowas passiert. Aber da muss man einfach versuchen, die Kontrolle zu behalten. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir müssen versuchen, ein Team zu bleiben. Wir dürfen uns nicht streiten. Wir sind die einzigen Menschen, die nicht gebissen wurden, die das Ganze sozusagen überlebt haben und überleben wollen. Und deshalb müssen wir uns jetzt hier kümmern um alle, damit hier wir auch gemeinsam alle hier rauskommen. Deshalb machen wir das auch mal direkt hier. Komm, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen rum. Also das Spiel, diese Folge hat krass angefangen, Leute. Krank. Wir reden jetzt. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Woran arbeitest du? Ausgang? Du hast dich tapfer geschlagen. Woran arbeitest du? Frage ich sie einfach mal. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here. Let me have a look. Ah, ist ein Radio? Okay. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt ein Radio zum Laufen bringen? Ja, super. Lautstärke aufdrehen, das bringt's ja wohl nicht. Nothing. Warte mal. Ja, merk. Hier vielleicht. Umdrehen. Hinten mal die Batterien auschecken oder so. Oder vielleicht ist eine. Ja. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Okay. Also die sind auf jeden Fall alle korrekt. Die waren am Anfang ein bisschen vorsichtig, das hat man gemerkt. Aber das ist auch richtig so. Die haben aber. Die Kinder von ihm haben nicht so übertrieben. Ich weiß ja gar nicht, wer jetzt. Ich glaube, das hier war seine Tochter. Carly, nee, Carly war nicht seine Tochter. Das war Lily und Larry. So hieß der Typ, genau. Larry. Wir reden erstmal mit ihm hier. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh. Nicht jetzt. Ah, sehen wir uns mal um. Ah. Nee, nicht jetzt, gleich. Not right now. All right, let me know if you want to. Machen wir erst gleich, weil ich will mich erstmal noch ein bisschen umgucken, Leute. Ihr sicherlich auch. I'm the tea guy. Ah, ist irgend so eine Anzeige. Okay. Dann schauen wir uns erstmal hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht können wir nochmal mit ihr ein bisschen reden. Das war Dark. Wir reden auch mit Carly ein bisschen. Die ist ja eigentlich ganz süß. Hey, Carly. Ich bin auf der Suche nach Batterien. Du hast dich tapfer geschlagen. Ein bisschen loben, Alter. Die mal ein bisschen aufbauen. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Ich bin mal so, der Typ hat dich gerettet. Ja, ich frag mal, ob der Typ die gerettet hat, das würde ich mal gerne interessieren, also der Fall. That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just so came Doug to rescue. Okay, der Typ you can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Und wie bist du hier gelandet? Wir fragen mal ein bisschen mehr. Wir können ein bisschen mit der labern. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. Okay, ich bin auf der Suche nach Batterien. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Okay. I better get back to it. Yep. Alles klar, so.
Oh, die hängt da immer noch an dem Teil. Ne, wir suchen jetzt mal ein bisschen nach Batterien. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist anscheinend auch eine Familie, ey. Ah, guck mal hier. Krass, glaub Mutter und Sohn sind das, ne? Ja. Heftig, ey. Wir müssen uns unbedingt mal umschauen an Batterien hier. Da haben wir noch was. Da haben wir noch eine Batterie. Eine haben wir. Okay, brauchen aber zwei. We can't let anything happen to Ducky. I know, hon. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. No, I'm sorry okay, halt's mal. To hear your loved one was eaten by the living dead guards. Okay. Brauchen wir noch eine zweite Batterie? We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Unser Bestes tun. Boah, hier sind so viele Leute, Alter, da blickt man gar nicht mehr durch teilweise. Was ist denn für Stellenanzeigen hier, ey? Überall noch Fotos hier. I don't remember them very well. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Wir müssen die, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Reden wir mal mit dir. Hey, Lee. Oder mit ihm. Really gave that old man hell. Yeah. We got pushed, you know? You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Kein Ding, wir halten zusammen. Wie lautet der Plan? Wie geht es, Duck? Alles in Ordnung mit euch? Ich frage erstmal, ob bei denen alles in Ordnung ist, oder? Fragen wir erstmal, oder? Wir nachfragen, wie lautet der Plan? Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Wie lautet der Plan? Wie geht es, Duck? Haben wir schon gerade gefragt, wie es ihm geht. Fragen ist, wie lautet What's der Plan? What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Es war ihr Laden. Sie sind weg, ich weiß nicht. Als ob, es war ihr Laden? Ich frage, ist es... They, own this place. They're, gone. Oh, sweetie. Kat. They were good people. I wasn't around much, but, yeah, they're dead. Ah, wie geht es, Duck? How's Duck doing? It's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Ah, Clementine. Ihre Familie ist tot. Es geht ihr gut, glaube ich. Ihre Familie ist tot, müssen wir einfach sagen, sie ist gestorben. Well, her family's dead, so... That's awful, Lee. Yeah, well... She seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Lee says she spent days on her own. That takes toughness. But you have no idea what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone. No. Lee, you got a second? Sure. Was will er jetzt machen? Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? Wir haben den Jungen sterben lassen. Es ging alles sehr schnell. It happened pretty fast, I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves over. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happen. We didn't make a choice that killed Sean. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Aufmunter, dein Mund dann immer ein bisschen auf. Try to let it go. Ja, da muss ich beruhigen, Mann. Wir haben den nicht umgebracht, das waren wir nicht. Wir konnten uns nur entscheiden, ihn zu retten, den kleinen Jungen, oder den Sean. Beides ging einfach nicht. Das war viel zu schnell, Leute. Das war viel, viel zu schnell. Das habe ich euch auch in der Folge gesagt. Deshalb habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, wir könnten den anderen auch retten. Aber das ging einfach zu schnell. Ihr habt gesehen, ich habe mich direkt dahin bewegt. Aber auch wenn das schneller gegangen wäre, es hätte nicht geklappt, Leute. Es hätte nicht geklappt. Wir konnten nur einen retten. Und ja, ich bin jetzt eben essen, Leute. Danach spiele ich weiter. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder da vom Essen. Es gab schön lecker Adana-Kebab, Hähnchenspieße. Junge, Junge, hat das lecker geschmeckt. Jetzt bin ich wieder hochgeladen, 100% am Start hier. So, wir gucken erstmal, mit wem wir jetzt gleich mal hier reden. Auf jeden Fall haben wir erstmal hier Energieriegel. Den packen wir uns auch mal jetzt direkt mal dazu. Ich muss jetzt mal noch meine Kopfhörer aufsetzen. So, immer den Energieriegel hier. Zack. Kann man, glaube ich, essen, oder? Müsste da eigentlich gehen. Ah, nee. Ja, vielleicht müsste dem irgendeinen geben. Oder dem Vater oder so, damit er ein bisschen Energie hat oder was weiß ich. Da ist auf jeden Fall eine Türe. Werden wir noch nicht bestreiten. Durchgehen. Da ist noch ein Energieriegel. Vielleicht ist das ja, um sein Leben aufzuladen oder sonst irgendwas.
Ich geh erstmal noch rum und such mal nach der zweiten Batterie. Achso, mit der kleinen hier, Alter. Da können wir auch reden, ey. Oder? Ah, wir geben ihr mal eine Energieregel. Das ist eine gute Idee. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Du hast dich um Clementine gekümmert, ja. Das muss doch sein. Wir reden noch mal ein bisschen mit ihr. Hey there. Hi. Gibt's was Neues von Glenn? Ausgang? Kann ich dir was besorgen? Ja, klar, ich lass mich fragen, kann ich dir was besorgen, die arme Kleine? Can I, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Glenn. I'll see if I can find something else for you. Gibt was Neues von Glenn? Wir sollten uns kennenlernen. Gibt's was Neues von Glenn? Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Ich glaube, Glenn war der eine, der gerade mit dem Walkie-Talkie losgegangen ist. Sie hatte das Walkie-Talkie, glaube ich. Wir sollten uns kennenlernen. Ja, ein bisschen näher kennenlernen kann man es ja schon. Also, warum nicht? So, Are you okay? What? I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Yep. We'll sit tight. Okay. Warum sagt er ihr dann, also wir sollten uns mehr kennenlernen? Ich weiß nicht, was da genau los war, aber sie wollte anscheinend nicht mehr reden, oder keine Ahnung. Dafür haben wir noch eine Energieregel. Vielleicht können wir ihr geben nochmal, oder eine Energieregel, damit sie ein bisschen Power hat oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Gibt's ja so viele Wege, ey. Wir schauen uns aber erstmal um. Damaged. Glad this place didn't get looted. Hier ist eine Tür, die wir nicht benutzen können. Aber wir haben keine zweite Batterie. Aber egal, vielleicht zählt diese eine ja schon als zwei Batterien. Das weiß man nicht. Ich glaube, da liegt doch noch eine, oder? Bin ich blind? Nee, da liegt keine mehr. Aber der können wir mal die Batterie geben. Hier. This battery should fit the radio. Great, thanks. So, was können wir noch mit ihr reden? Dann können wir ihr einen Riegel geben. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Okay, was können wir noch mit dir reden? Hey there. Also, ja. Better get back okay, to okay. It. Yep. Mit dir haben wir schon die ganze Zeit geredet. Den brauchen wir eigentlich. Mit dem können wir gleich rausgehen. Das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall noch zu dem alten Typen dahin. Mit dem haben wir auch allen geredet. Vielleicht gehen wir dem kleinen Jungen mal Energieregel, oder? Ich würde eher sagen, dem Jungen. Aber mit dem Jungen können wir... Doch, da ist der Junge. Dann gehen wir dem Riegel. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Machen wir doch gerne, Alter. Wir sind quasi der Anführer unserer Truppe. Hier können wir rein. Wir reden jetzt mal mit ihr. Mit ihr, bitte. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Deine Nase. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. Ja, tut mir leid, was ist los mit ihm? Bist du von hier? Wie denkst du über diese ganze Sache? Ich frag eher mal, was ist los? Was hat er genau für eine Krankheit? Würde mich mal interessieren. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Okay. Wie denkst du über diese ganze Sache? What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. Ja, er ist ein wenig jähzornig. Das würde ich nicht sagen. So, das ist quasi. Dann sagen wir, der Vater ein bisschen zornig. Dem geht's gerade nicht gut. Und wenn man ihr dann noch so einen Spruch reinhockt, dann ist die bestimmt nicht sehr glücklich. Wir fragen sie einfach mal, ob sie von hier You're ist. From here? I work at Warner Robins, the Air Force Base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UTA. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Ach du Scheiße. Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Ach du Scheiße. Yeah, the owners, they were, we were close. I'm sorry.
We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Scheiße. I'm gonna get back to him. Sounds good. Scheiße, ey, im Büro. Ich glaube, es ist das Büro, oder? Fuck, Alter, die Familie von ihm einfach, ja. Das ist das Büro. Willst du da wirklich reingehen? Doch, wir gehen da rein, Alter. Leute, Leute. Seiner Familie hat hier gelebt. Die Mutter, Vater, Sohn, das du bist nicht mehr. First aid kit. My parents came in here hoping to survive. So, Eltern, ja. It's like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. A protector at least. Mann, das ist echt verdammt traurig, ey. Da auch seine Familie verloren, ey. Ah, sowas ist echt nicht toll, Alter. Mann, als er das noch gerade erfahren hat. Vielleicht hätten wir sie das nicht fragen sollen, ey. Oder gar nicht in den Raum. Aber das hätten wir nicht wissen können vorher. Wir reden mal mit ihr nochmal. Hast du von Glenn gehört? Glaubst du, alles ist okay? Nee, brauchen wir sie gar nicht. I'm gonna keep looking around. Okay. Ah, die Musik ist aber auch schön. Ah, so traurig und schön zugleich irgendwie. Aber ja. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu dem Typen hin. Wir werden uns so langsam aufs nächste Abenteuer begeben. Aber das werden wir dann, denke ich, bei der nächsten Folge machen. Wir haben jetzt hier so gut wie alles Mögliche umgesehen. Wir können mal mit dem kleinen Jungen hier nochmal reden. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. Boah. You got it. Okay. Also die wollen sich dann ausruhen. Der eine Typ hat uns ja gefragt, ob wir rausgehen. Hey there, this is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee, what's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do... Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Ich könnte eine Runde laufen vertragen, ey. Und ja, Freunde, ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. War auf jeden Fall mega interessant gewesen, vor allem der Anfang dieser Konflikt, sich das Ganze hier mal vorzustellen, das alles zu lösen und so. Und jetzt werden wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall auf der Suche begeben. Nach dem Glenn, weil der ist ja irgendwie bei diesem Motor innen am Feststecken, aber das wird alles in der nächsten Folge kommen. Wir haben ja jetzt circa die halbe Stunde rum. Und es gibt ja noch hier andere Wege, die wir nehmen können. Wir können ja noch mit diesem einen... Wo war der denn jetzt hin? Ich hab den jetzt übersehen, wo der war. Ich glaube, hier müsste er sein. Ja, da ist er. Also wir können jetzt entweder mit ihm gehen oder wir gehen dann gleich mit ihr. Wir schauen uns einfach mal in der nächsten Folge in Ruhe an, ihr Leute. Auf jeden Fall lasst einen Daumen nach oben, da würde mich wieder sehr über 10.000 Likes freuen. Die letzten zwei Folgen, beziehungsweise die ersten beiden, kamen mega krass bei euch an. Hätte ich nicht erwartet, Mann. Das Spiel ist echt richtig cool, man versetzt sich da sowas von in die Lage rein und die Zeit verfliegt einfach nur wie im Flug, Alter. Ja, morgen wird dann, denke ich, ein Video kommen, wo ich dann so vom EM-Finale erzählen werde, von dem ganzen Tag, was wir da so erlebt haben. Einfach echt phänomenal geil gewesen, Leute. Auf jeden Fall bin ich jetzt raus, macht's gut, muss ich ein bisschen ausruhen, bin auch nicht so klar im Kopf, Alter, wie ihr schon gemerkt habt. Aber ich hatte so wenig Schlaf gehabt die letzten zwei Tage, muss ich mal jetzt die Nacht unbedingt ausruhen. Alles klar, haut rein, macht's gut und tschüss.